Liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, wir starten jetzt eine neue Mission und mit dabei ist auch der Highlander. Den haben wir ja als Beute bekommen bei der letzten Mission. So, wir schauen uns die taktische Lage einmal in Ruhe an. Da haben wir hier ganz, ja, einen Riesenwald. Da auch. Eigentlich, also Schutz finden wir hier auf jeden Fall. Vielleicht mal hier, wenn man dann über einen kleineren Hügel drüber muss. Da hat man mal kurze Zeit keinen Schutz. Ah, okay. Ja, also wir haben das Ziel, den Elite-Mech-Krieger zu zerstören. Der befindet sich irgendwo hier in der Gegend. Und dann gibt es Unterstützungsstreitkräfte vom Direktorat und nochmal Verstärkungen. Okay. Ja, wir gehen mal, wir sprinten mal hier rüber. Ich würde sagen, wenn wir uns erstmal hier um die Flanke kümmern, dann könnte das auch sehr gut funktionieren. Wir haben auf jeden Fall viel Deckung. Okay. Einmal schauen, ob wir schon auf Feindkontakt stoßen. Das ist nicht der Fall. Dann sprinten wir hier rüber. Affirmative. If I were planning an ambush, this is where I'd put it. Ja. Deshalb laufen wir auch nicht einfach in die Mitte. Aber danke auf jeden Fall für den Hinweis. So. Also hier ist die Map zu Ende. Also von weiter außen können die nicht kommen. Beamoth. Einmal hier nach vorne. Wir warten ab. Bandits. Okay. So. Wir haben Standing by. mit der Sensorerfassung Decker. In der Runde ist jetzt eh nochmal, wir sind noch in der Sprintphase, also noch kann hier keiner angreifen. Aber es wäre auf jeden Fall schon mal spannend zu sehen, bis wohin die Sensorerfassung von Decker kommt. Okay. Ja, wir sprinten mal hier in den Wald. Copy that. Und hier haben wir, ja, wir möchten mit Maximus ein bisschen höher stehen. Vielleicht ja die vordersten, ja, Zipfel vom Wald. Er wird in der nächsten Runde relativ spät dran sein. Also sich jetzt hier erstmal in den Wald zu stellen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Dann haben wir noch Medusa. Mittlerer Mech. Nächste Runde Phase 3. PPK und LSR 15. Ah. Der PPK. Wenn jetzt hier langlaufen, können wir hier von hier nicht dort rüber schießen wahrscheinlich. Das heißt, wir möchten mit ihm eigentlich auch eher hier in einem Wald stehen. Confirmed. Oha. Gut. Ich dachte schon viermal Phase 1. Dann hätten wir vier überschwere Mechs als Gegner. Wir sehen die Tonnagen. Zweimal 70 Tonnen und einmal und zweimal 65 Tonnen. Das sind alles schwere Mechs. Und einer hat Meisterstratege und kann dann eine Phase früher starten. Ja, wir halten uns zurück.
Ja, er kann uns angreifen. Aber wir stehen im Wald. Haben ganz viel Ausweichen. I'm showing minor damage. Ich würde sagen, wir bleiben hier auch ruhig nochmal so stehen. Wow. Das ist natürlich spannend. Nochmal. Das gefällt mir gar nicht. Wir haben darüber gar keine Informationen. Na gut, das sind wahrscheinlich dann hier die Unterstützungsstreitkräfte. Aber die Schüsse von hinten, die gingen alle daneben. Das Heck ist komplett unbeschädigt. Wir halten uns noch einmal zurück. Waiting for the shot. Da musst du jetzt durch, Beamoth. Ah, Struktur schon freigelegt. Krass. Krasse Mission, Leute. Ich meine, wir hätten die nicht annehmen müssen. Much more of this. Das ist zu viel. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Das muss man dann noch eingestehen, wenn es so aussichtslos ist. Leute. Wenn es nur die vier wären, würde ich sagen, jawohl, machen wir. Aber das ist ja wahrscheinlich nur die Hälfte, vielleicht sogar nur, ja, die Hälfte. Sagen wir mal, die Unterstützungsstreitkräfte sind nochmal genauso ein Squad. Und dann haben wir noch den Elite-Mech-Krieger, wahrscheinlich ein überschwerer Mech. Also nur ein Gegner. Das geht nicht, Leute. Good to go. Das geht nicht, das schafft man nicht. Wie funktioniert Zurückziehen? Haben wir bisher noch nie verwendet. Rückzug in böse Absicht. Du ziehst dich in böse Absicht zurück. Denke an deinen Ruf, bist du dir sicher? Hier ist nichts mehr zu holen, Commander. Zeit zum Rückzug. Retreat initiated. Ja. Manchmal ist das besser. Wertung 270. Na, das ging ordentlich jetzt nach hinten. Orano-Restauration minus 20. Ah. Es tut mir leid, dass Ihre Mission ein Fehlschlag war, Commander. Hoffentlich sind solche unglücklichen Wendungen die Ausnahme. Falls nicht, werden Ihnen wohl schon bald die Mechs ausgehen.
Der Dragon muss repariert werden. Er hat fast den linken Arm verloren. Wir bekommen natürlich gar keine Belohnungen. Weder Geld noch Schrottteile. Das war eine bittere Lektion. Vor unserem nächsten Auftrag müssen wir Reparaturen durchführen. Ja. Oh Mann, Leute. Wir schauen mal, uns mögliche Aufträge an. Schon wieder 4 Totenschädel. Das gefällt mir nicht. 3 bis 3,5 wäre okay. Aber 4? Dreieinhalb würde ich sagen, jawohl. Aber 4 ist ein Ticken zu schwer. Wir bräuchten für 4 bräuchten wir noch gefühlt noch einen zweiten schweren Mech. Überschweren Mech. Schaut euch mal hier an, unser Dragon, der hat auch nur, ist zwar ein schwerer Mech, aber auch nur 60 Tonnen. Und wir hatten gesehen, dass die Gegner, die kamen ja mit schweren Mechs an, die 70 Tonnen hatten. Aber da fehlt ja auch noch ein bisschen was. Oder ich bin einfach nur ein Schisser, Leute. Nee, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr meint, das wäre da gerade gut machbar gewesen. Dann haut das ruhig mal raus. Aber ich glaube nicht. So, AK5 plus hier einbauen. Plus 10 Schaden. Bestätigen. Right. I'll get it in the schedule. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir irgendwo hinreisen, wo wir es ein bisschen einfacher haben. Ja, hier sehen wir es auch schon. 4 Totenschädel. Das. Und da haben wir noch 3,5 auf Smithen. Ja, komm, dann lassen wir es doch mit 3,5 mal versuchen. Ah. Oder Panzer 3 Totenschädel. 3,5 ist gut. Trockene Welt, wir haben viele Mechs mit einer guten Hitzeeffizienz. Reisekosten 60.000 Credits, 14 Tage. Okay. Geld haben wir, das ist nicht das Problem. Stromschaltsperre. Wenn wir die defekte Schaltsperre nicht umgehen, werden wir insgesamt 17% einbüßen, argumentiert Medusa leidenschaftlich, fast schon schreiend. Und du versuchst dich zu erinnern, wie du in diese Diskussion hineingeraten bist. Anscheinend gelang es Medusa dank seines technischen Wissens, eine ernstzunehmende Schwachstelle in der sekundären Energieschaltsperre der Argo aufzuspüren. Allerdings beharrt Dr. Murat darauf, dass die Schaltsperre, wie vorgesehen, funktioniert. Zum Glück sind es nur 17%. Das liegt nicht an der Schaltsperre. Diese Systeme wurden einfach nur jahrhundertelang nicht gewartet. Der Plan könnte den gesamten Zentralkern überladen. Nur wenn er nicht funktioniert, entgegnet Medusa.
Moment. Aha, der Medusa hat auch die Eigenschaft Techniker. Unverlässlich. Militäroffizier. Vorsichtig ist er auch. Bitte Dr. Murat, die Idee von Medusa zu testen. Du sagst. Dr. Murat, können Sie einen kleinen Test durchführen, um herauszufinden, was passieren würde? Sie runzelt die Stirn und antwortet schließlich: Ich schätze, ein kleiner Test kann nicht schaden. Sie wendet sich Medusa zu, um einen Testplan aufzustellen. Später informiert dich Dr. Murat darüber, dass Medusa sowohl Recht als auch Unrecht hatte. Die Schaltsperre ist tatsächlich für den Energieverlust verantwortlich, aber es gibt keine sichere Alternative. Fügen Sie das der immer länger wieder werdenden Liste der Probleme auf der Argo hinzu, die wir nicht lösen können. Medusa hat die folgenden Tags für 30 Tage erhalten, gut gelaunt. Dieser Pilot hat eine hohe Moral und kann Inspirationsfähigkeiten häufiger im Kampf einsetzen. Weiter geht's. Okay. Ja, schauen wir mal. Schwere Max. Ja, sowas mit 75 Tonnen. Sowas mal zusammenbauen. Ah, wenn wir 275 Tonnen dabei gehabt hätten bei der letzten Mission, dann hätte das schon anders ausgesehen. Ein Awesome 8Q. Gegen so einen sind wir ja in der letzten Mission angetreten. Deswegen haben wir ja auch schon einen Teil auf Lager. Aber wir könnten nur einen Teil einkaufen. Das wäre auch extrem teuer. AK-20 Doppelplus plus 4 Präzision. Standardreichweite. AK-10 Doppelplus plus 10 Schaden. Lange Reichweite. AK-2 Doppelplus. Extreme Reichweite. Also wir sind noch 4 Tage unterwegs. Und wir haben einen Wüstenplaneten vor uns, also wir brauchen eine gute Hitzeeffizienz. Der Highlander kommt auf jeden Fall mit. Perfekte Hitzeeffizienz.
Wir können hier auch noch mal ein bisschen sortieren. Ja, Shadowhawk, auch eine sehr gute Hitzeffizienz. Da haben wir einen M-Laser, eine KSR-2, eine LSR-5 Plus eingebaut. Ja, gute Hitzeffizienz, aber das ist doch kein guter Mech. Oder bin ich jetzt einfach zu sehr verwöhnt? Also das ist doch kein guter Mech, also zumindest... Ja, vielleicht jetzt einfach ein bisschen zu sehr verwöhnt worden. Da ist der Dragon mit der AK-5 Doppelplus. Und wir werden dich noch mal ein bisschen für die Wüste aufbessern, würde ich sagen. Wir haben ja noch 4 Tage Zeit. Und dann wirst du einen M-Laser weniger dabei haben und dafür nochmal einen Wärmetauscher bekommen. Das passt vom Gewicht her wunderbar. So. Angeblich ist jetzt die Hitzeeffizienz bereits super. Da können wir auch einfach mehr Tonnage einbauen. Also mehr Panzerung. Ja, machen wir es dann mal so. Bestätigen. Log. Job's done, Commander. Ach so, Ausbauen hat keine Zeit benötigt. Anzug einbauen kostet auch keine Zeit, okay. Ja, wie sieht's hier aus mit dem Dragon? Also hier ist halt richtig Bums hinter, Leute. Ja, mit einer PPK und einer LSR-15++. Drei Wärmetauscher ist in Ordnung. Wir können natürlich auch mal hier so ein Com-System 3x+. Ausbauen und hier in den Highlander einbauen. Das geht natürlich auch. So. Sofort erledigt. So. Das dauert einen Tag. Right. I'll get it in the schedule. So. Die Dragons. Die 60 Tonner, die haben keinen. Die haben im Kopf haben die gar nichts eingebaut.
Das eine Schussnet haben wir ja nochmal. Wir haben halt hier auch 45 Tonner, die auch ein Kommunikationssystem eingebaut haben. Das können wir ja ruhig mal rausnehmen. Log and note. Vielleicht hier auch. Oh, ein S-Laser Doppel Plus. So. Da kriegst du einen normalen S-Laser und kein Kommunikationssystem. Die 3 Tage sind halt für den normalen S-Laser jetzt. I'll let you know when that's done. So. Der Dragon bekommt ein Kommunikationssystem. Für den S-Laser ist jetzt hier kein Platz. Bestätigen. Right. I'll get it in the schedule. So. Haben wir irgendwo einen normalen S-Laser? M-Laser. Mhm. Ja, okay. Dann, der S-Laser geht ja jetzt nicht verloren, hier beim Blackjack. Aber das wäre ja irgendwie idiotisch, denn jetzt er hat ja die gleiche Tonnage. Aufgaben verwalten, der Highlander am Anfang, der Dragon danach und dann, aber so. Ich denke mal, wir werden mit den 4 Max hier dann die nächste Mission starten. Da haben wir noch eine normale KSR-2 eingebaut. Und auch einen S-Laser. Den bauen wir aus. Den normalen S. Quatsch, Leute, das ist die ist der Vorrat. Sorry. Da haben wir nur eine normale KSR-2. Das bringt uns jetzt nicht weiter. Ja, okay. Dann lassen wir es so. Got a new financial report for you, Commander. Okay. So, wir könnten einmal richtig investieren. Plus 2 auf die Moral. Aber wir bräuchten aber 41, um entschlossen zu sein. Und wir kämen nur auf 40. Also wir sagen einmal großzügig, dann sind wir bei 39 und wenn wir beim nächsten Mal es uns leisten können, wählen wir extravagant. So. Noch ein Tag.
Da sind wir wieder. Waypoint reached, Commander. Laden besuchen. Ja gut, das hat man ja gerade schon gesehen gehabt. Okay. Aufträge. Einmal mit 3 Totenschädeln und dann einmal 3,5 und auch einmal 4. Oh hier, schaut mal. 4 von 16 Schrottteilen und 800.000 Credits. Und wir haben Reiseaufträge mit 5 Totenschädeln. Oh Mann, Leute. Ja, nehmen wir ruhig 3,5. Das passt schon. Das ist ein halber Totenschädel weniger als bei dem Auftrag, wo wir geflohen sind. Territorialansprüche. Die Produktionsstätte des Direktorats auf Smithern stellt ein illegales Eindringen in unser Territorium dar. Sie ist ferner nur ein Deckmantel für die dort stationierten Militäreinheiten. All unsere Anstrengungen, diesen Konflikt mit Diplomatie beizulegen, sind gescheitert, weshalb wir uns gezwungen sahen, das Problem mit militärischen Mitteln zu lösen. Die Einrichtung muss zerstört werden. Ihr solltet mit schwerem Widerstand rechnen. Die Arano-Restauration schweigt darüber, was sich in dieser Einrichtung befindet. Doch was immer es auch sein mag, macht sie nervös. Ja, wir lassen das ruhig so ausgeglichen. So. Das ist der Dragon, den wir umgebaut haben. Mehr Panzerung. Ein M-Laser weniger, dadurch eine hervorragende Hitzeffizienz. Und der hat auch die AK-5 Doppelplus. Plus 10 Schaden. Dann haben wir Debuche. Mit der PPK und der LSR 15 Plus. Hitzeffizienz ist in Ordnung. Ja, und hier den Shadowhawk. Mit einer hervorragenden Hitzeeffizienz. Er würde halt mit der LSR 20 Plus seine ganze LSR-Munition verballern. Ansonsten hätten wir ja hier noch den Centurion. Das ist halt die immer wiederkehrende Frage. Was machen wir mit Behemoth? Ich denke, der Shadowhawk kommt auf jeden Fall mit. Die Frage ist nur, ob wir den Dragon austauschen. Für den Centurion, aber ich würde sagen nein. Hey, wir lassen das so. Ist gut. Okay. Los geht's. Ach so. Highlander. Und Dragon tauschen. Demoth in den Highlander reinsetzen. Ne, das machen wir nicht. Das hatte ich ja schon mal. Nee. Aufgrund der unterschiedlichen Waffensysteme, der vollkommen unterschiedlichen Waffensysteme, möchte ich da einen haben mit Multizi. Okay. Ja, hoffen wir mal, dass es diesmal besser ausgeht.
kenne ja nichts, wenn wir nacheinander hier im Let's Play einfach die Flucht ergreifen. Aber ich denke, wir sind gut vorbereitet. Genau unsere Gewichtsklasse. Und auf das Wüstenbiom sind wir auch eingestellt. Und Medusa hat gute Moral durch das Event. Ihr Ziel ist die nahegelegene Basis des Direktorats. Greifen Sie die Basis an und zerstören Sie genug davon, um das Direktorat dazu zu bringen, die Basis aufzugeben. Wir sollten mit heftigem Widerstand rechnen. Passen Sie auf sich auf, Commander Oliveira Ender. Okay, alles klar, wir schauen uns nochmal kurz die taktische Lage an. Vereinzelte, kleinere Wälder haben wir. Ja. Da ist die Map zu Ende. Und ja. Militärgebäude zerstören. Ich glaube, das so ein Setting hatten wir auch schon mal. Ah, okay. Ja, ich erinnere mich. Okay. Gut, dann machen wir ja beim nächsten Mal weiter. Bye bye.